Hey Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin Jan und in dieser Videoreihe erfährst du, wie du deinen Anycopher BCI 3 Mega von dieser Lautstärke auf diese Lautstärke reduziert bekommst. Im ersten Teil werden wir die vorinstallierten Treiber gegen viel leisere TMC2208 Treiber tauschen, einen neuen Lüfterkanal und einen leiseren Lüfter einbauen, um die Treiber besser zu kühlen und den 3D-Drucker leiser zu bekommen. Im zweiten Teil werden wir die gesamte Netzteilabdeckung und den Netzteillüfter tauschen. Im dritten und letzten Teil werden wir noch den Lüfter des Hodens tauschen. Lass uns loslegen. Dies ist der erste Teil der Videoreihe, also werden wir die vorinstallierten Treiber gegen TMC2208 Treiber tauschen und um einen neuen Lüfter und einen Lüfterkanal einbauen. Dafür brauchst du 5 TMC2208 Schrittmotortreiber. Passende Kühlkörper und einen passenden Schraubendreher. Die Kühlkörper und der Schraubendreher sind normalerweise im Lieferumfang der Treiber enthalten. Außerdem brauchst du einen Lüfter mit den Maßen 40x40x10mm. Ich habe mich für den Noctua NFA4x10FLX12V entschieden, da ich der Überzeugung bin, dass dies die leisesten Lüfter sind. Sie sind aber auch sehr teuer. Aus der Packung brauchst du jetzt den Lüfter, die Befestigungsgummis und das Kabel mit der Aufschrift 3-2-Pin-Adapter. Zu guter Letzt brauchst du noch zwei Sechskantschlüssel. Zuerst ziehst du den Netzteilstecker aus deinem 3D-Drucker heraus, anschließend drehst du deinen 3D-Drucker um und öffnest die Abdeckung, indem du alle 10 Schrauben demontierst. Danach kommt auch schon der Ausbau der alten Treiber und der Einbau der neuen Treiber dran. Ich würde dir empfehlen, zuerst ein Foto der alten, eingebauten Treiber zu machen, damit du immer weißt, wie du sie einbauen musst. Demontiere dann nur die ersten zwei oder drei alten Treiber. Dann schaust du, in welcher Richtung du die neuen Treiber einbauen musst, indem du die Aufschriften der Treiber vergleichst. Oft musst du auch noch umdenken, da die Treiberbeschriftungen einmal obendrauf und das andere Mal unten drunter stehen. Lass dir hier am besten Zeit und überprüfe mehrmals, ob du die neuen Treiber richtig herum eingebaut hast. Als nächstes musst du die Treiberspannung einstellen. Dazu musst du deinen 3D-Drucker einstecken und einschalten. Bitte berühre auf keinen Fall Teile des Netzteiles, da da sehr große Spannungen anliegen und dies lebensgefährlich ist. Du stellst nun die Treiberspannung ein, indem du die eine Seite des Spannungsmessgerätes an einen Groundstecker hältst, während du den anderen Stecker an die Schraube zum Einstellen der Treiberspannung hältst. Es kann sein, dass du beim ersten Mal sehr oft in eine Richtung drehen musst, bis sich die Treiberspannung ändert, danach jedoch darfst du nur noch kleine Drehbewegungen machen, weil sich die Treiberspannung sehr schnell ändert. Bei den Treiberspannungen habe ich mich den der X, Y und Z-Achse für 0,95 Volt entschieden und bei dem Extruder für 1,1 Volt. Ich hatte damit zwar keine Probleme beim Drucken,
Wenn euer 3D-Drucker aber Schritte vergisst, dann solltet ihr bei der Achse die Treiberspannung schrittweise leicht erhöhen. Wenn du die Treiber richtig herum eingebaut hast, kann es sein, dass du die Drehrichtung der Motoren noch ändern musst. Das ist der Fall, wenn die Beschriftungen der Treiber bei den Motoren nicht übereinstimmt. Die Motoren werden meistens mit 1A, 1B, 2A und 2B beschriftet. Du kannst aber auch einfach ausprobieren, ob die Motorrichtung stimmt oder nicht, indem du den Drucker wieder zusammenbaust, den Netzteilstecker wieder einsteckst, den Drucker anschaltest und die Motoren sich bewegen lässt. Wenn die Motorrichtung umgedreht ist, gibt es drei Möglichkeiten, dies zu beheben. Die erste Möglichkeit ist, in der Firmware die Motorrichtung anzupassen. Die zweite Möglichkeit ist, die Rückplatte der Stecker auf dem Board so zu zerschneiden, dass man den Stecker andersherum einbauen kann. Die dritte Möglichkeit besteht darin, die Kabel zu drehen. Ich habe mich für die dritte Möglichkeit entschieden, weil man dadurch weder etwas an der Firmware ändern muss, noch irgendetwas anderes kaputt machen muss. Ich werde dir jetzt Schritt für Schritt erklären, wie du vorgehen musst, um die Motordrehrichtung mit der dritten Möglichkeit zu ändern. Der erste Schritt besteht darin, die Stecker zu lockern. Anschließend nimmst du die beiden äußeren Stecker und tauschst sie. Danach tauschst du noch die beiden inneren Stecker und die Motorrichtung ist geändert. Ich würde auch hier dazu raten, vorher ein Foto zu machen, damit man nachschauen kann, wie die ursprüngliche Steckplatzbelegung war, wenn man beim Tauschen der Treiber durcheinander kommt, was durchaus passieren kann. Werden wir den Lüfterkanal und einen neuen Lüfter für die neuen TMC2208-Treiber einbauen. Dazu druckst du zuerst den Lüfterkanal auf deinem 3D-Drucker aus. In der Videobeschreibung findest du einen Link zum Herunterladen des 3D-Modells. Wenn du mich unterstützen möchtest, kannst du mir ein Preisangebot machen, was du bereit bist, für das 3D-Modell zu zahlen. Natürlich kannst du es auch kostenlos herunterladen und mich kostenlos mit einem Abo und einem Like unterstützen. Zuerst demontierst du den alten Lüfter, indem du auf der Oberseite des 3D-Druckers folgende zwei Schrauben löst. Danach drehst du deinen 3D-Drucker wieder um und öffnest die Abdeckung. Nun kannst du den Lüfter einfach abnehmen und den Stecker ausstecken. Merke dir aber, wo der Lüfter angeschlossen war,
weil dort wirst du später den neuen Lüfter anschließen. Um den neuen Lüfter zu montieren, steckst du die Befestigungsgummis durch die vier Löcher des ausgedruckten Lüfterkanals. Anschließend steckst du den Lüfter auf die Befestigungsgummis und der Lüfterkanal muss nur noch eingebaut werden. Dazu musst du die folgenden zwei Schrauben lösen. Danach montierst du den Lüfterkanal genauso, wie ich es dir zeige. Montierst du die beiden Schrauben wieder und der Lüfterkanal ist soweit fertig eingebaut. Jetzt steckst du den 3-2-Pin-Adapter auf den Lüfter und steckst den 2-Pin-Stecker dorthin, wo der ursprüngliche Lüfter angeschlossen war. Der letzte Schritt besteht darin, die Abdeckung zu schließen. Im zweiten Teil werden wir die gesamte Netzteilabdeckung und den Netzteillüfter tauschen. Im dritten und letzten Teil werden wir noch den Lüfter des Hodens tauschen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Vergiss nicht, das Video zu liken und meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Bitte kommentier unten, wenn du Fragen oder Ideen hast.